Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold mit dem Randomizer. Dies ist der Part 2. Und beim letzten Mal hat uns ja der Professor gebeten, dass wir, oder uns er Tipp gegeben, dass wir der Pokémon Champ werden sollen. Als 10-jähriger Junge, das ist toll. Naja gut, dafür müssen wir jetzt aber erstmal weiterlaufen. So, da wir nackt haben, kommen jetzt glaube ich auch andere Pokémon. Müssen wir mal drauf achten jetzt, aber eigentlich müsste das so sein. Na, dann gucken wir mal. Griffel kannten wir schon. Also von daher gesehen, denke ich das jetzt nicht so. Da, der will da jetzt kämpfen. Gucken wir gerade mal so. Oh, ich habe vergessen, jetzt vorzulesen. Sorry. Ein Fostelga hat er. Was machen wir denn da am besten? Hydro-Pumpe können wir ja noch machen. Natürlich geht's daneben. Das ist halt das Nervige da dran. Oh, er hat mich erkannt. Oh. Hab ich eine Angst. One-Hit. Opfer. Gut. Die Pokémon sind mal ausgegangen. Oh, nee. Gib's mir deine Telefonnummer, so können wir uns noch zu viel mehr Kämpfen verabreden. Klar, kämpfen möchte ich doch immer gerne. Prima, ich rufe dich an, sobald ich wieder Kampfstartler bin. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Komm, wir machen einen Kampf, ich bin kampfgeil. Gerne doch. Oh, ein ziemlich männliches Pokémon hast du da ja geschnappt. Hätte uns vielleicht vorher nochmal heilen sollen. Das mache ich am besten jetzt. Oh, der hat uns Boing. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. Ja. Hoffentlich ist es tot. Ich glaube nicht, weil jetzt unser Spezialangriff stark gesunken ist. Feuersturm kann das. Na gut, mit der Fauna-Statue machen wir es jetzt fertig. Und ja. Level 12 ist jetzt schon psycho-weiblich. Und dann gehen wir erstmal schnell zum Pokémon-Sender zurück. Ja, es kann halt auch manchmal kommen, dass diese kleinen Lags vorkommen, aber man kann nicht immer alles perfekt haben, ne? So, dann heal uns mal bitte. Ich glaube, diesen Standardtext muss ich nicht vorlesen. Ich meine, die ist zwar eine wichtige Person im Game, aber nee. Und ich gehe bewusst in den ersten Städten noch nicht so in die Häuser rein, weil es noch nicht wirklich so viel bringt. So ab der ersten Orden, so ab der Bio, ich weiß gerade nicht genau, wie die Stadt heißt, habe ich gerade vergessen, sorry. Aber ab da gehe ich dann in die Häuser rein. Plusil kennen wir jetzt schon. Soll jetzt nicht weiter nerven. Dann gehen wir weiter nach oben. Was haben wir denn hier? Bist du auch eine Trainerin? Ich selbst bin keine Trainerin, aber wenn dir ein Trainer in die Augen sieht, solltest du dich auf einen Kampf vorbereiten. Als ob die nichts anderes zu tun hätten, als den ganzen Tag auf mich zu warten. Hm? Ne? Na doch. Ich suche Käfer-Pokémon, doch ich fand einen Trainer. Na, das ist aber kein gutes Käfer-Pokémon, was du da hast. Ja, kann ich jetzt leider nur Blättersturm einsetzen, ich hätte auch Fauna-Statue einsetzen können, aber ich weiß ja nicht. Vonera, das gibt gute XP, das Ding. Nur leider hat das, glaube ich, eine gute Spezialdeft, deswegen wird der Kampf ein bisschen beschissen. Naja, doch nicht. Aber das gibt gute XP, das ist toll. Wir sind schon Level 13, der Uli. Das war jetzt ein Kackleck. Route 31. So, musst du sagen? Die Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon mit einer Attacke drin für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen gehen. Und wir haben einen Trank gefunden. Ist das echt so dunkel da? Okay.
Okay. Aber wir können ja mal gucken, was es hier so für Pokémon gibt, so. Vielleicht irgendein tolles. Elekid habe ich schon mal jetzt nichts gegen, aber erstmal weiter gucken. Was gibt es hier noch so? Also hier werden wir auf jeden Fall nochmal mit Blitz kommen. Das ist die Attacke, damit halt in den Höhlen und so schneller, also damit man mehr sieht. Zentoxa seems legit. In der Höhle, wie geil. Ja gut, ich glaube, hier gibt es nicht wirklich was. Ich weiß, ich gebe zu schnell auf mit dem Pokémon suchen, aber... Jo. Ah, Pummeluff ist jetzt wirklich nicht die Wahl. Na gut. Was hast du denn zu sagen? Ich bin heute auf der Suche nach Pokémon viel und viel gelaufen. Meine Füße tun so weh. Ich bin so müde. Wenn ich jetzt ein wildes Pokémon wäre, wäre ich jetzt leichte Beute. Laufen ist aber gesund. Eine Aprikoko Schwarz. So, was hast du zu sagen? Ich habe jede Menge Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Ja, das hört sich nicht so toll an. Dodo. Okay, das schaffen wir, denke ich, noch. Wir bräuchten sag mal, lowere Attacke. Abra, das ist noch okay. Das ist die Vorentwicklung von Simsala, aber ich glaube, das sieht man auch. Inkognito. Okay, aber mit Hydro-Pump war das kein Problem eigentlich. Und Schnurrgast. Da hauen wir jetzt einfach mal eine Fauna-Statue drauf. Ja, das war's auch schon. What the fuck? Hey, du bist hier richtig gut, du gefällst mir. Als gehe täglich auf Pokémon-Pirsch. Und finde dabei alle Bären. Wenn du willst, kann ich dich mit Bären bestechen. Dafür kriege ich deine Telefonnummer, okay? Na gut, wenn du uns über Bären geben willst, dann machen wir das aber natürlich. Ich melde mich, sobald ich was finde. Sei gespannt auf meinen Anruf. Und wir finden noch einen Pokéball. Okay. Ein Starmie gibt es ja auch noch. Aber ich will ein anderes Wasser-Pokémon haben. Wenn ich ehrlich bin. Starmie ist jetzt nicht so die Pokémon, ist jetzt nicht so das Pokémon, was ich mag. Tauboga. Flug-Pokémon bräuchten wir auch, aber mal gucken, was es noch so gibt. Ich weiß, ich bin ziemlich wählerisch, Leute. Dafür entschuldigt mich auch, aber ich weiß nicht. Ich habe in der Dunkelheit ein tolles Pokémon gefangen. Ich werde es trainieren, um später damit gegen Falk, den Arenaleiter von Viola City, anzutreten. Genau, wir kommen jetzt nämlich nach Viola City. Was hast du zu sagen? Oh, ein reisender Trainer. Hast du schon Glück bei der Arena versucht? Wie soll ich denn? Was hast du denn für mich? Oh, Julian, du bist ja echt schnell. Du hast mich im Windseil überholt. In Ordnung, Julian, dafür bekommst du jetzt was von mir. Hier. Die Kampfkamera, das unnötigste Item, was es gibt. Damit kannst du Kämpfe aufnehmen. Auf geht's, Meryl. Viola City, was hast du zu sagen? In dieser Gegend achten die Leute sehr darauf, das alte Stadtbild zu bewahren. Die Farben und die Dächer des Pokémon-Supermarkts und des Pokémon-Centers wurden hier extra dezent gehalten, damit sie nicht zu sehr herausstechen. Ist doch cool. Na, was haben wir hier denn so? Ich sammle Pokémon. Sag mal, hast du vielleicht einen Knuffenser? Ich würde es gegen einen Onix tauschen. Nee, haben wir leider nicht. Pokémon, die du im Tausch mit anderen Pokémon erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Ich habe keine Ahnung warum, aber wenn du keinen Orden hast, hören sie nicht auf dich. Gut, hier haben wir die Trainerschule. Da kriegt man alles erklärt. Aber was? Warte mal, wir sollten erstmal uns wieder heilen gehen. Denn wir haben ja nur wenig AP leider.
Das ist echt eine Sache, die mich stört. Der eine Typ sieht aber verdächtig aus, finde ich. Mit dem rede ich jetzt gleich mal. Ja, meine Pokémon sind ja topfit. Danke, Schwester Joy. Was hast du denn zu sagen? Hallo da! Echte Pokémon-Fans kennen sich bereits aus mit der Sing meines Lernkanals. Aber was können wir da machen? Okay. Wir nehmen jetzt einfach mal Inkognito und Plinfer. Keine Ahnung, was das bringen soll. Echt? So wirke ich auf dich? Wenn man mal wissen will, wie andere auf einem wirkt, ist die Meinung immer crap. Na gut. Was sagst du denn zu der Stimmung, die ich heute habe? Baby. Gegen. Keine Ahnung, was ich hier schreibe. Ich mache einfach irgendwas random. Ach, was findest du wirklich? Dann muss ich mich in Zukunft einfach mehr ins Zeug legen. Deine Meinung ist mir sehr wichtig. Von irgendeinem Typen, den ich gerade erst vor 5 Sekunden kennengelernt habe. Naja, egal. Wir sind hier wohl schon Fame, obwohl uns hier noch kein Mensch kennt. Aber okay. Was haben wir denn hier für ein Gebäude? Der Knofenserturm. Finde zu dir selbst, indem du deine Pokémon trainierst. Werden wir machen. Schon epische Musik zum Anfang. So sehr wie ich auch hier den Typen. Genau, Leute. Plaudergeil. Wir brauchen echt ein neues Pokémon. Ich werde mir, glaube ich, jetzt auch eins fangen. Ja. Initiative sinkt. Ja, genau. Regigigas, als ob. Na gut, hatte keine Chance, aber trotzdem, es geht ja ums Prinzip. Ach, der andere Pokémon, Wapro auch noch. Das ist jetzt halt nur nervig, dass ich immer das Hin- und Hergerenne machen muss. Ich gucke jetzt hier nach dem Pokémon. Was gibt sie denn so? Rosana, okay. Gucken wir erstmal ein bisschen weiter, was es hier noch sonst noch so gibt. So ein Flora. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich auch oft nach dem Aussehen eines Pokémons. Machen aber, denke ich, viele. Wie seht ihr das? Macht ihr das auch immer? Plaudergeil. Hätte das wenigstens eine Weiterentwicklung. Na egal. Macht ihr das auch immer so? Eher nach dem Aussehen gehen? Also ich bin ja echt so. Ich weiß nicht warum, aber Aussehen hat bei mir schon bei Pokémon zumindest eine große Rolle. Oder spielt schon eine große Rolle, wohl ja. Was kommt denn hier in der Etage so für Pokémon? Ach so. Gar keins. Okay. Dann kämpfen wir gegen dich. Lussel, der Helmut. Ja, der Angriff bringt jetzt nicht viel, da wir eh nur Spezialangriff können. Und wir dürfen gleich schon wieder zum Pokémon Center laufen. I like that. Ich mache jetzt bewusst einfach mal Fauna-Statue, weil der noch so viele Pokémon hat. Kassieren wir jetzt halt mal eine Runde, aber egal. Oh, noch ein Dodri, verdammt. Mit Dürre, lol. Sturzflug, verdammt. Ah, es zieht nicht so viel. Ja, ich würde sagen, nochmal vor einer Statue, weil es stärker ist als Blättersturm. Vielleicht oben ist ja sogar, ich weiß es nicht. Auch gut. Dort, das war doch mal ein cooles Pokémon. Das hätte ich sogar. Fangen mit Dürre. Das ist irgendwie lustig. Na ja, gut. Laufen wir erstmal wieder zurück. Crap. Nein. Ach, Gott. Das ist nur ein Item, merken wir uns.
Aber erstmal hier. Ich glaube, das nächste Mal werde ich das einfach rausschneiden, wenn ich immer dahin laufen werde. Ich meine, das nervt ja ziemlich. Ja, wir sehen uns gleich wieder am Knuffenserturm wieder. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Bis gleich. So Leute, da bin ich auch wieder. Dann gehen wir gerade in die nächste Etage. Und hier gibt es auch schon ein Item. X-Treffer. Das pusht einen einmalig im Kampf aus, also auf. Das bringt nur einmal was, dann bringt das nichts. Ninjask. Auch nicht das einzige. Ich will irgendein cooles Pokémon. Kommt schon, Leute. Es gibt zu viele. Wieso kommt denn keins? Na, Abonnera ist es auch nicht. Oh Mann. Das enttäuscht mich gerade so ein bisschen. Na, Kämpfeste gegen den. Zittere wie der Laub im Wind. Der kann zittern. Also ich meine, das kann. Also das Laub, nicht der Laub. Was rede ich da? Und wieder geht einfach alles daneben. Das ist so nervig, Leute. Ich werde jetzt einfach irgendein Pokémon fangen, wisst ihr was? Egal jetzt. Außer wenn vielleicht bei Psycho weiblich irgendeine Attacke lernen würde. Dann haben wir natürlich den richtigen Typ bekommen. Ja, Blättersturm wird es schon regeln. Na gut, das war so schon hier. So, ich fange mir jetzt einfach ein Pokémon. Scheiß doch drauf. Ach, das war schon der ganze Turm. Na gut, ich will die Pokémon. Kommt schon, will die Pokémon. Wir haben einen Trank gefunden. Na doch, hier kommt noch welche. Das ist doch mal ein Pokémon, was ich mag. Nur leider können wir es, denke ich mal, nicht schwächen. Also versuchen wir es so. Ja, war mir fast klar. Oh Gott, das kann Silber auch. Ich traue mich das noch nicht anzugreifen, Leute. Sorry. Kommt schon. Yes. Wir haben ein neues Mitglied. Ein Luxtra. Für den habe ich eigentlich immer einen Namen. In der Platin habe ich meinen Luxtra, beziehungsweise Lux. Luxio oder Shinox, immer Luxi genannt, immer. Deswegen nenne ich sie auch Luxi. So, gucken uns das erstmal an. Ach, ich hasse das, wenn es auf einmal dann so schnell wird. Ja. Okay. Auf jeden Fall keine schlechte. Wahl. Und trainieren wir das hier jetzt gerade mal ein bisschen. Vielleicht hat es ja auch schon eine Chance gegen die Leute. Ich denke schon mit den Attacken. Ich meine, hallo? Xatu, kein Problem. Einfach Donnerblitz. Lol. Wir wollen einfach voll die overpowerten Pokémon kriegen. Schon das erste Level ab. Und das zweite gerade hinterher. Und das dritte auch noch, okay. Drei Level-Ups auf einmal, dagegen habe ich jetzt nichts einzuwenden. Der Lukas, der hat einen Golbat. Na komm, da sitzt mal Psychokinese ein. Einfach mal so. Und auch One-Hit. Na, wir werden schon Level 9 jetzt, habe ich das Gefühl. Na klar. Psychoklinge. Nein, eigentlich nichts. Mit Psychokinesen bin ich völlig zufrieden. Ich hätte aber schon auf jeden Fall früher Attacken anstatt. Nicht so wie Simsala oder Psycho weiblich. Da muss man gewöhnen, den Namen mit den Spitznamen halt zu sagen. Von dem Pokémon jetzt. Natürlich. Wow, Logok. Da bin ich glücklich, dass wir Psychokinese können. Wir sind sogar schneller als das. Das ist cool.
jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass wir 30.000 mal schneller Level up als Psycho-Weiblich. Staraptor. Das wäre auch mal ein gutes Flug-Pokémon. Das hätte ich auch gerne. Ja, Luxi gefällt mir. Der Ingolf hatte keine Chance. Na, wie geht's dir so? Luxi tanzt mit den Bewegungen der Säulen. Oh, cool. Sogar Alabis. Das lassen wir jetzt mal einfach entkommen. Oder wir laufen einfach weg. Deine Macht sucht wahrlich ins Gleiche. Wie vereinbart will ich dir nun diese Therme überreichen, aber du solltest deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Diese Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zum Kämpfen da. Pah. Erst erzählt er mir groß, er sei der Weiseste von allen, und dann macht er sofort schlapp. Pah. Was ein Lappen, Alter. Was für Leute hier. Natürlich werde ich meine Pokémon malen, wie ich will. Ralf verwendet Fluchtseil. Ach, das ist auch so ein Spacko. Was haben wir denn hier? Auch ein Fluchtseil. Cool. Du hast dich wacker geschlagen. Hier im Knuffendeturm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon zu erproben. Oh, Azumarill? Wenn wir mit dem Donnerblitz sofort ownen? Hat keine Chance. Wir sind Level 13. Spotlight brauchen wir jetzt nicht, damit können wir dir Aufmerksamkeit auf uns ziehen, und wir wechseln jetzt auch mal wieder auf Psycho weiblich, damit wir es nicht vernachlässigen. Na komm, kriegst du eine Hydro-Pumpe in die Fresse. Waschen wir dich ein bisschen, Togepi. Abgesoffen. Und ein Charmian, die Vorentwicklung von Schnurrgast. Ist das Schnurrgast? Ich glaube schon. Oh, Niesel. Cool. Setzen wir mal Silberhauch ein. Ach, Schiss. Und auch noch überlebt. Na gut, dann noch eine Psychokinese hinterher und dann hat sich das auch. Na gut, den Knuffensaturm perfekt gemeistert. Achso, ich habe schon wieder vergessen vorzulesen. Sorry, daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du an jedem dunklen Ort erhellen. Zum Beispiel die dunkle Höhle. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier raus. Mit dem Fluchtseil. Ein bisschen rumdrehen und dann ist man auf einmal draußen. Dann ist man so voll, dass man auf einmal wieder draußen ist. Nein! Scheiße, Leute! Oh nee! Das ist jetzt scheiße. Kann ich irgendwas machen? Oh nee, jetzt hat sich das Spiel aufgehangen, Leute. Na gut, ich werde wieder bis zu dieser Stelle spielen und dann werde ich sagen, beende ich den Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja das Video bewerten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr uns abonnieren. Ciao, Leute.